Lennart. Jo. Sag mal nochmal was. Was möchtest du hören? Hallo, ich bin der Lennart und ich sitze hier und telefoniere mit der Late Line. Ich telefoniere natürlich mit der kindlichen Kaiserin, sehr die gut. Noch keine 30.000 Likes auf Facebook hat. Jetzt höre ich schon wieder, dass du Polypen hast. Du hast es so da hast es, hörst du das nicht, dass es so nasal ist? Nö. Doch, Lennart, du hast, das ist voll zu. Oder du hast Stirnhöhlenveräterung, das kann auch sein. Da muss das muss aufgebohrt werden, damit das rausläuft. Stirnhöhlen hat zu, hast du Allergien oder sowas? Meines Wissens nicht, nein. Oder Polypen halt. Polypen müssen auch raus. Sie dürfen auch nicht so, sonst wachsen diese so aus der Nase raus, weißt du? So, da gucken vorne so Sachen so aus der Nase so raus, so zwei Stäbchen, dann sagen, hä, was ist denn beim Lennart los? Und dann sagst du, ja, Polypen. Die machen jedenfalls so einen nasalen Sound. Ne? Oder es ist einfach ein nicht erkennbarer Schnupfen. Oder ein nicht erkennbarer Schnupfen, den man aber doch hört. Den man doch hört, weil das ist ja Radio und man kann ja dann nicht so in die Nase reinschauen wie beim Fernsehen Ultra High Definition. Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Und du bringst mich natürlich auf die Idee, weil du es mit den Likes gesagt hast. Ich brauche noch den Late Line Like Song, den werde ich mir heute nochmal spielen, damit wir die 30.000 Likes auf der Late Line Facebook Seite also wirklich bald mal erreichen. Wir haben ja extra einen Song machen lassen und der ging auch schon richtig ab, aber jetzt, den müssen wir glaube ich nochmal spielen, damit die Leute wirklich animiert sind, da die 30.000 voll zu machen. Das kann ja nicht sein. Alberto hat, glaube ich, 1,8 Millionen Likes. Alberto! Wer ist denn Alberto überhaupt? Keiner kennt Alberto! Und trotzdem hat er 1,8 Millionen Likes. Geht doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. So, außergewöhnliche Lebensform. Du lebst mit Mama und deinem Bruder zusammen. Ja. Und dein Bruder braucht aber deine Hilfe. Ja, die Hilfe meiner Mutter war hin und wieder helfe ich auch mal meiner Mutter aus. Also. Was ist denn mit deinem Bruder? Ja, der hat so einen schönen Mix aus ziemlich vielen Dingen, was man haben kann während der Geburt. Ah, okay. Ein absolutes Früchtchen, ja. Autismus, ziemlich schwer, irgendwas am Herzen, Trichterlunge, noch einige andere Störungen. Hm. Ich glaube, da müsste ich mir einen auswendig Zettel, die da drei, die da vier zumindest, 20 Pixel groß ausleihen und dann vorlesen. Ich glaube, dann wüsste ich alles auswendig. Das heißt, der Bruder ist behindert. Fassen wir es so zusammen. Jo. Ja. Und ist der alleine fähig, seinen Tag zu gestalten oder muss da jemand sein, der ihn betreut? Er kommt nicht alleine aus dem Bett raus. Ah, okay. Na dann ist es ja, es ist ein Pflegefall. Ja. Er benötigt über Nacht Windeln. Okay. Und das macht alles Mama? Ja. Ja. Krass. Was arbeitet Mama? Sie arbeitet nicht. Sie arbeitet nicht. Er ist Pflegestufe 3 und ab Pflegestufe 2 bedeutet, ja, dass man dann keine weitere Arbeit mehr vollziehen muss. Ja, verstehe. Und du bist ja Teil dieses Konstrukts da bei euch. Ja. Jetzt ist es ja schon so, dass sich wahrscheinlich eigentlich 24 Stunden lang alles um deinen behinderten Bruder dreht. Nicht 24 Stunden. Erstens 8 Stunden schlaft man dann Tag und zweitens die anderen 8 Stunden verbringe ich in der Schule. Nicht nur Polypen, auch noch ein Klugscheißer. Okay, aber die Zeit, die du zu Hause bist, da dreht sich doch eigentlich alles um ihn, oder? Der steht eigentlich mindestens 4 Stunden am Tag auf dem Balkon und guckt sich die Autos an oder guckt sich dann die Züge an, weil er so ein richtiger, schöner Zug- und Busfanatiker ist. Ich war auch mal so ein Zugfanatiker als kleiner Junge mit meinem Opa, da fällt mir ein, wir waren immer, Ritzerbrücke hieß das, gibt's immer noch. Ritzerbrücke ist da, wo ich herkomme, aus Sachsen-Anhalt in Salzwil, so eine alte Panzerbrücke, wo die Russen damals die Stadt eingenommen haben, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es eine uralte Brücke, die direkt über die Bahntrasse da ging. Und das war eines meiner liebsten Spiele mit meinem Opa, dass wir uns auf die Brücke oben hinstellen und hören, was da für ein Zug oder für eine Lok kommt. Und am Sound, damals war es noch Diesel, oft Diesel-Loks und so weiter, konnte ich dann irgendwann erkennen, ob da eine 110er kommt oder eine 112er oder 119er Lok. Da war ich richtig stolz. Da habe ich Opa immer geschlagen, habe immer 2 Euro gewonnen. Also damals Mark.
Krass, oder? Ja, ja. Ich konnte heraushören, auch an der Achsen, an der Achsenzahl, wie viele Wagen hinten dran hängen. Ich war kurz vor Wetten, dass. Kurz vor? Ach ja, stimmt, das wurde ja letztens eingestellt. Ja, jetzt wäre es ein bisschen spät für mich gewesen. So. Aber damals wäre wirklich, ich wäre ein riesen Wetten, dass Kandidat gewesen. Aber wir wollten nicht, dass ich zu früh berühmt werde. Ich habe das später gemacht. Man hat immer noch Zeit. Es soll ja Menschen geben, die mit 70 reich, berühmt und reich sind. Eben. Reich, berühmt und reich. Ja. Und ja, aber jetzt die Frage bleibt, also dein Bruder ist doch der Mittelpunkt von dem da, oder? Ist es nicht so, dass du dann oft einfach denkst, oh, ich würde auch gerne mal so viel Aufmerksamkeit bekommen? Nee, der kann sich eigentlich relativ gut für sich alleine sich alleine unterhalten. Der guckt dann, wenn man halt einen Computer anmacht, sich halt den gesamten Tag YouTube-Videos von Bussen und S-Bahnen und ICEs an. Geil. Der kann dir, wenn er schafft zu reden, kann er dir höchstwahrscheinlich den kompletten BVG-Plan, also das Verkehrsnetz von Berlin, auswendig sagen, plus die Hälfte der Busse. Mhm. Ja, gut. Also damit hat er zu tun, aber alleine aufs Klo kann er zum Beispiel nicht, oder? Das kann er schon. Aber er kann sich alleine kein Brei machen. Okay, aber er muss, weil er Windeln tragen muss, hast du gesagt, nachts. Nachts. Mhm. Aber ansonsten tagsüber geht's, okay. Tagsüber geht's. Aber es ist schon so, dass deine Mama eigentlich damit die ganze Zeit beschäftigt ist, oder? Zwar nicht die gesamte Zeit, aber doch, es ist schon, während ich irgendwie mit allen drum und dran morgens eine halbe Stunde brauche er eine ganze Stunde. Das ist klar, ja, klar. Aber meine Frage zielt ja eigentlich darauf ab, ob du dich in irgendeiner Form vernachlässigt fühlst da. Nein. Nicht? Gut. Nein. Das ist doch gut. Oh. Ach ja, ich putze nicht nackt. Du putzt nicht nackt. Nein. Das ist eine Information, die war jetzt nicht abgefragt, aber warum gibst du sie uns? Das war die Antwort auf die Frage, die du vorhin im Blue Moon gestellt hast. Wer nackt putzt? Ach, wer gerne überhaupt putzt, war die Frage erstmal. Ja. Schön, dass es gleich auf nackt. Dann das Wort nackt putzen gehört. Ich wollte gerade sagen, dann hast du es jetzt gerade auf nackt erhöht. Nee, die große Frage war, ich hatte Julia aus Schöneberg dran und die sagte, wir waren uns sehr einig, dass niemand gerne putzt. Niemand sitzt da und denkt, wow, ist das geil, putzen. Also heute mache ich mal nichts anderes. Gibt's nicht. Wer das, also, und wenn, dann muss mir bitte jemand, in diesem Fetisch muss mir jemand erklären über 0880 5x5. Hat jemand da draußen im Late-Line-Land einen Putzfetisch? Macht es jemanden geil, mit dem Lappen über den Schrank zu gehen?